Schule und Abenteuer. Oft gibt es zwischen diesen beiden Begriffen keine Überschneidungen. Doch entwicklungspsychologisch sind gerade in der Pubertät Abenteuer, in denen die Schülerinnen ihre gedachten Grenzen überwinden und ein positives Selbstkonzept ausbilden, extrem wichtig. Mit unserem Konzept gemeinsam schwitzen statt sitzen, wollen wir an der Otto Graf Realschule in Leimen ein Zeichen für mehr Bewegung und mehr Naturerlebnisse setzen. Schülerinnen sollen für eine gesunde Lebensführung sensibilisiert und im Rahmen ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Die Herausforderungen verfolgen das Ziel, die Schülerinnen aus der Komfortzone in die Zone des Wachstums zu führen. Wandermarathone, Wanderhalbmarathone und einwöchige Erlebniswanderungen auf dem Neckarsteig führen die Schülerinnen gemeinsam in die Zone des Wachstums. Wenn wir eine neue Herausforderung gemeistert hatten, bemerkte ich, dass sich an meinen Klassenkameraden und mir etwas Grundlegendes verändert hatte. Denn der Moment, in dem wir unser Ziel erreicht haben, war geprägt von Stolz, unbändigem Glück und neuem Selbstbewusstsein. Dieser feste Glaube an sich selbst, etwas Großes trotz allen Schwierigkeiten schaffen zu können, übertrug sich auf unserem Schulalltag und ja, auch auf unser ganzes Leben. Ich bin Daniel, ein ehemaliger Schüler von Herrn Kohler. Ich wurde, bevor ich Herrn Kohler kannte, immer wieder als Problemschüler abgestempelt. Irgendwann glaubte ich selbst daran. Die verschiedenen Herausforderungen zeigten mir, dass das falsch war. Sie haben mein Selbstvertrauen zurückgebracht und mein Durchhaltevermögen extrem gestärkt. Ich wünsche mir, dass jedes Kind das erleben darf, was ich erleben durfte. Also, was uns die ganzen Herausforderungen und Abenteuer auf jeden Fall gelehrt haben, war, dass jeder Einzelne von uns einfach gemerkt hat, dass er ja weitaus stärker, disziplinierter und vor allem aber bedeutsamer für die Gemeinschaft war, als er selber jemals gedacht hätte. Und das hat sich dann in den Folgejahren ja auch in unseren schulischen, aber auch in unseren außerschulischen Leistungen wiedergespiegelt. Und ja, für mich selber war es so, als würde ich mich ja neu kennenlernen, denn ich musste aus meiner Komfortzone raus und über meine bedachten Grenzen gehen. Und währenddessen habe ich halt gemerkt, dass ich ja weitaus mehr zu leisten imstande bin, als ich jemals selber gedacht hätte. Durch die Herausforderung habe ich wichtige Dinge außerhalb des Klassenzimmers gelernt. Wie zum Beispiel, dass man durch Mut, Ausdauer und Willenskraft vieles im Leben erreichen kann. Dass man auch an seine Grenzen gehen muss, um seine Ziele zu erreichen. Mein Selbstvertrauen hat sich deutlich gesteigert und ich habe herausgefunden, wie wichtig Teamarbeit ist. Eine Herausforderung kann man nur miteinander und füreinander meistern, nicht gegeneinander. Wir teilten alles, die Momente voller Glück und Stolz, aber auch die Tiefpunkte, an denen man dachte, es geht nicht mehr weiter. Aber gemeinsam ging es immer weiter, bis wir unser Ziel erreicht hatten. Jeder war für den anderen da. In der Schule hat man es oft gerne einfach, doch ein Herausforderungsprojekt macht es einem schwer. Es ist beispielsweise nicht gerade einfach, wenn man klatschnass durch den Wald läuft und der Regen einem durchs Gesicht rinnt. Doch dann erkennt man das kraftspendende Lächeln seiner Weggefährten. Und dann denkt man sich, ja, dann schaffe ich die letzten Kilometer, von denen es sehr viele gab, und bleibt nicht einfach stehen. Für mich ist vor allem unser Neckarsteig-Abenteuer ein Band, das unsere Klasse für immer vereinen wird. Denn in diesen Tagen wurden wir eine echte Gemeinschaft, die für immer durch dick und dünn gehen wird. Sie kennen das sicher aus Ihrer eigenen Schulzeit. Am Anfang bilden sich in der Klasse eher so kleine Grüppchen anstatt eine richtige Klassengemeinschaft. Und es sind nicht wirklich Freunde, sondern eher Bekanntschaften. Das haben wir Gott sei Dank gelöst, indem wir verschiedene Herausforderungsprojekte hatten, die Herr Kohler großzügig für uns organisiert hat. Daran konnten wir gemeinsam wachsen und sind erst richtig zu einer Klassengemeinschaft geworden. Ich würde sagen, wir sind nicht mal eine Klassengemeinschaft, wir sind eine große Familie. Die Anfangsbuchstaben des Wortes Herausforderungen geben leitmotivisch wieder, was die Magie unserer Projekte ausmacht. Höhen und Tiefen erleben, Erfahrungen sammeln, raus aus der Komfortzone, anderen helfen, über sich hinaus wachsen, stolz auf die eigene Leistung sein, füreinander da sein, ohne den gewohnten Komfort, rein ins Abenteuer. Dankbarkeit für bisher Selbstverständliches, eigene Grenzen überwinden, Respekt zollen und respektiert werden, unter schwierigen Bedingungen Neues entdecken, Grundeinstellungen verändern, entfernte Ziele erreichen und niemals aufgeben. Für diese wertvolle Schule des Lebens danken wir von ganzem Herzen Andrea Wilde und unserem Klassenlehrer Martin Kohler, ohne deren Mut, neue Wege zu gehen und deren festen Glauben an uns Schüler, dass alles nicht möglich wäre. Unser
Aufstieg der Geschichte, Neckarstark nach Leimen wandern ohne irgendwelche Hilfe. Jeder Tag nicht einfach, das Wetter war nicht immer gut, die Wege waren nicht immer leicht, dennoch hatten wir den Mut. Höhen sowie Tiefen, sie machten uns nichts aus, wir nahmen es in den Kopf und wir machten was draus. Wir lernten Selbstständigkeit, starkes Selbstbewusstsein, wir hatten riesig Spaß, denn genau so soll das sein. Waren unserem Ziel voraus, sahen schon, es komme bald, auf der Ankunft fühlten wir uns wie der starke Hulk.